Ja, Leute, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde RimWorld. Ja, ihr habt ja letztes Mal miterlebt, wie die mich hier angegriffen haben und deshalb, wie gesagt, bisschen aufrüsten hier, ne? So sieht's aus. Hier müssen wir auch noch eine Holzwand. Ach ne, ist schon ein Gegenstand. Das ist schön. So. Und eigentlich kann ich mal. Ist einer zu Hause hier von euch? Was machst du eigentlich? Trägt Stahl zu Sandbags. Das ist auch der einzige Stahl, den ich hier irgendwie noch hab, ne? Fuck, ey. Ich brauch echt mal einen Bergarbeiter eigentlich. Okay, dann befreien wir ihn mal von den Bauarbeitersachen. Und dann soll der Nick mal ein bisschen bergarbeiten hier. Ah, guck mal, die tragen Stahl da weg. Oh, Waffenhändler ist jetzt aus der Reichweite. Na gut, ist es halt so, ne? Ist halt so. Ach, guck mal, hier ist auch noch was. Hier ist auch noch Eisen. Das ist doch schon mal was, was man auch mal wegkloppen kann hier, ne? Komm, mach mal ein großes Loch da rein. So, haben wir jetzt mal einen hier, der vielleicht mal kurz die Leiche hier entfernen kann. Das wäre voll geil so. So, begrab den mal. Du könntest mal den hier begraben. Und wo ist der dritte? Hier war doch noch einer. Lag hier doch irgendwo rum, ne? Ach, hier unten. So, du machst hier auch nochmal. Du begräbst den auch nochmal. Ein Handelsschiff ist in der Nähe eingetroffen. Ist das der Waffenhändler gewesen? Ja, den ich verpasst habe. Toll. So, aber... ist ja alles gut hier. Guck mal, die können zusammen Fernsehen gucken hier in ihrer Super-Dingens. Und es gibt auch ein Flatscreen übrigens, glaube ich, die ich mir holen könnte. Auch geil, ne? Dann finde ich ja noch geiler, wenn sie Fernsehen gucken. Ist halt Flatscreen und größer und so, ne? Okay. Ist der Nick hier schon am Abbauen? Ne? Isst Kartoffeln, der Nick. So, der hat ein Scharfschützengewehr. Eine Pumpe, eine Pumpe, eine Pumpe. Und das Ding. Ich hätte ja schon gerne noch ein Scharfschützengewehr irgendwie. Und eigentlich müssen doch hier noch Sachen rumliegen von denen. Na komm, die kannst du auch mal wegtragen. Muss ja erst extra von da kommen, ne? Ja, ist scheiße, ich weiß. So. Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Die Felder sind bestellt, mehr oder weniger. Was macht Varenis hier? Baut Sandbags. Ja, und jetzt ruht sie sich mit den anderen aus. Das ist auch extremst schlau. Extrem schlau. Und Kollege schreibt mir gerade, was geht. Kann ich jetzt aber nicht drauf reagieren. Ne? Mach ich nicht. Ne. Bin ich einfach jetzt mal gerade nicht. Weil ich bin ja am Aufnehmen, ne? Ist ja unverschämt halt schon, dass dieser verdammte Freund mich da anschreibt, ne? Nein, Quatsch. Ich mache natürlich nur Spaß. So, wie viel Bauteile habe ich noch? 15. Und ich glaube, ich werde mir mal eine Mechanikwerkbank gönnen. Damit ich mir auch mal ein paar neue Waffen bauen kann, ne? Oder, nee, ich mach das anders. Ich werde mir jetzt erstmal eine Nähmaschine gönnen. So, hier Nähmaschine elektrisch. Damit irgendjemand mal ein paar neue Kleider nähen kann hier. Und, ach ja, stimmt ja. Ich hatte doch hier den, genau, den Putzroboter. Den habe ich. So, zack, den wird jetzt der erste. Ja, Pumpkin, ich hab's gesehen. Du bist die erste, die aufgewacht ist. Du hast die unglaubliche Ehre, nochmal den Saugroboter zu installieren. Hab ich vergessen letzte Mal. Krass, ne? Ja. So, aktivieren wir mal. Hätte ich mal zwei gekauft. Scheiße. Oder habe ich noch einen? Nee. Vorratskapsel. Wo? Marmorblöcke. Ja, wieder am Arsch der Welt, ey. Piratenhändler. Okay. Dann würde ich sagen, den... Na, komm hier. Funken wir mal an. Vielleicht hat der ja auch noch so einen Roboter für mich, ne? Bier, Maschinenpistole. Pistole weg. Überlebensgewehr weg. Molotow-Cocktails weg. Guck mal, schon mal 254. Kaufen wir nochmal ein paar Medizin, so, dass wir auf 30 haben immer. Ach komm. Obwohl, nee. Ich will hier nicht so viel ausgeben. So, machen wir mal so. Haben wir nochmal 6. Das reicht mir schon vollkommen. So, und der Cleaning-Bot, der macht jetzt wirklich alles hier, was in seiner Area ist, ne? Ja, schon krass. Der ist geil. Also, da hätte ich echt mehr von holen sollen. Strom, es gab doch einen Schalter, ne? Ah, damit kann man den bestimmt nicht aktivieren, ne? Deaktivieren? Nö, der soll ja alles schön putzen hier. Schön sauber machen. Wo ist der? Guck mal, der geht auch in die Zimmer rein, durch die Türen. Ja, das ist geil. Den finde ich cool. Also, das ist mal ein geiles Add-on, muss ich sagen. Okay, wer macht hier was? Wie sieht's aus? Seid ihr alle am Malochen? Schwer? Nimmt Kartoffeln. Was trägst du hier? Du trägst irgendwie 15 Stahl zu Sandbags. Das sind dann die letzten. 1, 2, 3, 4, 5, ja. Dann müssen sie noch das hier fertig machen. Dann ist mein Bollwerk hier doch fast komplett. Aber nur fast. So, und du... Oh, keine Materialien dafür, obwohl das schon fertig ist? Hä? Ist das schon gesetzt? Ach, aber nur 3 von 5. Lol. Okay.
Ja, ich würde mal sagen, so viele Bauarbeiter brauche ich jetzt nicht mehr. Und ich hätte lieber einen Handwerker. Guck mal, ich habe direkt drei dicke Handwerker. So, also, weil Bergarbeiter brauche ich jetzt erstmal nicht. Landwirt auch nicht. Oder ist das schon wieder. Nee, ist noch nicht gewachsen. Dann sollen die beiden mal handwerken und den anderen Handwerker brauche ich auch nicht hier, den Landwirt. So, und dann sage ich denen mal hier, Steinblöcke herstellen für immer. So, zack, Steinblöcke herstellen für immer. Kommt bestimmt noch einer, oder? Die Arbeitswütigen. Ah, guck mal, legen die Steinblöcke dann da ab. Aber eigentlich könnte ich die auch hier rein tun. Ah, Steinblöcke sind sogar auch hier. Aber hier müssen keine Steinblöcke rein. Nee, die brauche ich ja erstmal zum Bauen, ne? So, wie viel haben wir noch? 15 Bauteile, das stimmt auch da oben mit überein. Ja, jetzt pennen die wieder. Ich hasse das, wenn die pennen, ey. Nervt. So, aber eigentlich, na, den einen Bergarbeiter hätte ich schon gerne. So, der Nick. Der muss ja irgendwas abbauen hier, ne? So geht das ja nicht. So, mach das doch mal so. Ne, so ist ja Quatsch, ne? So hatte ich ja schon mal gesagt, ist Quatsch, ne? Also ich lasse mal immer zwei dazwischen frei, wie man das auch bei Minecraft schon gemacht hat. Ne, macht einfach am meisten Sinn. Dann sieht man halt alles und weiß dann, wo die guten Rohstoffe sind, nicht? So, kommt der Nick jetzt direkt angestürmt? Bestimmt, ne? Ne, der frisst erstmal was. Krass. Schön hier draußen, was am Fressen. Und ab in den Stollen, der Nick. Zack, 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 zack. Der geht voll ab. Guckt euch den an hier. Bam, 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 bam. Und jetzt gaint er auch richtig hart. So, aber ich guck mal, was machen die denn? Zähmt Alpaka, schert Alpaka. Ah, schert Alpaka und trägt wahrscheinlich Wolle oder so, ne? Was macht sie? Isst Reis um 9 Uhr morgens, erntet Kartoffeln, verarbeitet Felsbrocken, er baut hier. So, aber auch nur er. Und was macht Varanus? Varanus macht Brocken. Und wer war noch dabei? Ach ja, der Hitman. Aber der hat ja auch noch Tierpfleger. Scheiße. Zähmt Wildschwein. Ja, soll er mal alle zähmen? Oh, komprimierte Bauteile. Das ist doch schön. Aber bestimmt nur eins. Ah, guck mal, er kann echt sehr gute Erkundungsbohrungen machen hier mit dem. Der kloppt ja wohl mal so was von rein, ey. Krass. So, dann kann er sich da entscheiden, ob er links oder rechts geht. Ach, er hat sich für rechts entschieden. Krass. Ein Rechtsruck geht durch RimWorld. Hoffe. Okay, was ist hiermit eigentlich? Wie viel? Okay, 5.900. Oh, scheiße. Ich habe gar kein Heu mehr angebaut, oder? Ah, doch, hier hinten. Hier hinten. Ja, das ist doch fein. Können wir dann wieder aufstocken. Und ich würde mal sagen, diese Lagerzone hier vergrößere ich einfach mal bis hierhin. Dann können wir auch theoretisch noch mehr lagern, ne? So, die. Hallo? Y? Danke. Die wollte ich mal wegballern. So, und dann mache ich daraus eine große Lagerzone. Ist cooler. So, ne? Aber jetzt kommt er echt dahin, haut so dreimal drauf und geht dann wieder zurück. Ist doch wohl nicht sein Ernst, oder? Dieser Gottverdammte! Ach du Scheiße. Nee. Ich will das gar nicht sagen. Also, was für ein Arschloch der ist. Schon hart. Okay, gucken wir doch mal hier. Handwerker. Ich brauche Pants. Produziere, bis du 10 hast. Ich brauche Shirts. Produziere, bis ich 10 habe. Und ich brauche Cowboyhüte, bis ich 10 habe. So sieht's doch aus, ne? Cowboyhüte. Der macht ja jetzt Alpaka-Cowboyhüte. Das ist schon geil. So, Kleidung darf natürlich auch hier gelagert werden. Ist ja auch besser so dafür, glaube ich. Aber ich mache das mal so. Ich werde jetzt noch ein paar Betten auch mal bauen, ne? Und zwar aus was mache ich das denn mal? Habe ich irgendwas Geiles? Brauche ich ja machen aus Kartoffeln oder so? Was sind das denn hier? Marmorblöcke? Nur ich baue einfach erstmal ganz normale Holzbetten. Und ich glaube, ich baue die auch direkt hier. Damit das auch schnell geht, wenn da jemand sich mal widmet, so, ne? Und die kann ich dann natürlich wieder schön verchecken, wenn das nächste Mal ein Händler hier in die Nähe kommt. So, zack, viel zu wenig Holz. Ich weiß, aber hier liegt ja auch noch ordentlich was rum. Ne? Okay, machen wir mal weiter hier. Wer baut denn eigentlich so? Ist das dann ein Bauarbeiter oder ist das dann ein Handwerker, der sowas macht? Ah, okay, nee, führt ein Handwerker durch und der baut von dir geplante Dinge auf. Okay, also macht er sowas. Sotterle, komm, haut mal rein, Jungs. Das muss schneller gehen in Zukunft. Guck mal hier, Marmorblöcke, Granitblöcke. Ja, hätte ich auch noch ein paar Marmor- und Granitdinger machen können, eigentlich Betten, ne? So, Granit, machen wir einfach mal. Ich mache hier mal noch so ein Feld aus Granitbetten hin. So. Oh, ein Roboterhändler.
Komm her, Hitman, ruf den Roboter, den fliegenden Roboterhändler an. Guck mal, Transportrobot, 1, 2, 3, 4, 5, 3000, scheiße, so viel kann ich mir nicht holen. So, ich hole mir mal, so kaufe ich mir jetzt mal. Kann ich nämlich irgendwas verchecken? Ne, der kauft nix. Aber scheiß drauf, jetzt habe ich Transportroboter, das ist cool. Okay, wo installieren wir die denn mal? Natürlich auch am besten irgendwo drin, ne? Die Roboter, ich werde die erstmal hier einfach aufbauen. Oder ich installiere die hier. Kann ich natürlich auch machen. So, machen wir mal hier so hin die Robotors. Und das muss der machen. Richard muss jetzt den aufbauen. Leute, ihr wisst nicht, was ich gerade gekauft habe. Und den machen wir mal weg hier. Und der war das, glaube ich, ne? Den stellen wir einfach mal dahin. So, und das macht Pumpkin. Komm, los, Leute, rennt da jetzt schnell hin. Kawabanga. So. Hat der da unten Strom? Ja, ich aktiviere das mal. Aktiviere. Vielleicht hätte ich die lieber alle nebeneinander tun sollen. Ah, ne. Ich mache die mal hier hin. Und den packe ich mal hier hin. Und die Transportroboter bringen das jetzt sogar da hinten rein? Schon krass dann eigentlich, ey. So. Tragen wir, machen wir die mal eben hier fertig. So, dahin. Dahin. Ah, ne, kann ich gar nicht deaktivieren. Ah, aktivieren. Leute, sind sogar noch draußen. Guck mal, die machen das wirklich alles und die sind super schnell. Kann ich nicht noch einen Transportroboter kaufen? Scheiße. Ich habe nicht genug Geld. Ich brauche mehr Geld. Ich muss mehr Kohle machen. Weil die Transportroboter, die werden mir schon... Also, das wird mir schon gut unter die Arme greifen, glaube ich, hier. Weil ich ja auch keine Träger mehr brauche, im Prinzip hier hinten, ne? Varonis hat schlechte Laune. Warum? Was ist denn ihre Arbeit, Varonis? Was ist denn los? Was ist denn los, Varonis, hä? Hat rohe Nahrung gegessen. Boah, läuft ab in 3 Tagen erst. Hungrig. Ja, dann soll sie was essen halt. Sie doof. Ach, das Ding hat auch... Lol. Das hat auch kein Dach hier. Ne, das ist natürlich scheiße. Das machen wir mal. So, Richard. Priorisiere mal hier die Dächer zu bauen, bitte. Alter. Was er aber auch für ein Dick ist. Mach das doch jetzt einfach fertig hier. Weil die hat natürlich die ganze Zeit im Regen gestanden. Natürlich hat die schlechte Laune jetzt. Mann, 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 Mann. Guck mal, da der Haunting... Der, oder wie heißt der? Hauling-Bot. Okay. Der geht also ziemlich gut ab. Das hat sich gelohnt, dieser Mod hier. Voll viele Robotors. Vielleicht kann ich da auch noch weiterspielen, obwohl ich... Vielleicht brauche ich auch noch einen Farm-Bot und einen Cleaning-Bot. Einen Cleaning-Bot habe ich ja. So, aktiviere dich doch automatisch. So, soll er putzen. Klickt man einmal drauf. Geil. Schon geil. Wie die Roboter. Also, das bringt, wird mich echt ganz schön nach vorne bringen. Aber wie hart mich das nach vorne bringt, Leute, das seht ihr erst, wenn ihr ein Abo da lasst und ein Like da lasst und dann am Ende noch einen Kommi schreibt und die nächste Folge guckt. Ne? Bis dahin.